Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem dritten Spieltag in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Nach der Partie Eintracht Trier gegen TSG Pfällersheim. Endergebnis vor 2.192 Zuschauern 6:1. Ich begrüße zu meiner Linken den Cheftrainer der Gäste Tobias Engelhardt und zu meiner Rechten unseren Cheftrainer Thomas Klasen. Entschuldigung. Ehrenberg. Das kann in der Euphorie mal passieren, tut mir leid. Herr Ehrenberg, 1:6 Niederlage am vierten Spieltag, Ihre Spielanalyse. Ja, vielen Dank. Erstmal Gratulation an meinen Kollegen und an Eintracht Trier für diesen verdienten Sieg. Es ist letztendlich so, dass wenn man nach 3 Minuten, 2 Minuten auswärts gegen einen absolut starken Gegner, dass dann der Matchplan, den kann man eigentlich dann schon vollkommen über den Haufen werfen. Und insofern sind wir äußerst unglücklich ins Spiel gestartet. Wir wussten, dass einfach Trier ihre Stärken auch durchs Zentrum und dann über hinterlaufende, starke, schnelle Außenverteidiger hat. Haben wir nicht gut unterbinden können, wir haben das Zentrum nicht richtig schließen können. Aber letztendlich haben wir die ersten paar Minuten Kollektivschlag gehabt, anders kann man es nicht nennen. Und sind, wie gesagt, mit 2-0, dann haben wir uns erstmal schütteln müssen. Haben dann besser ins Spiel gefunden, einigermaßen ordentlich auch verteidigt, in die Zweikämpfe gekommen. Anfangs hatten wir da auch Probleme. Und letztendlich sind wir dann in die Halbzeit gekommen mit einem Spielstand, der, sage ich mal, auch vertretbar ist von unserer Seite aus, wie es dann gelaufen ist. Und aus der Halbzeit raus war es ganz ordentlich. Wir haben versucht, mehr Ballbesitzphasen zu bekommen. Was nicht ganz einfach war, ist uns aber einigermaßen auch gut gelungen. Man hat es ja gesehen, wie wir versucht haben, trotz des Pressings den Spielaufbau zu lösen mit einer Dreierkette im Spielaufbau. Und haben dann durch eine Umschaltaktion im langen Ball, eingeschnittener Laufweg von Leon Schubach, das 3:1 gemacht durch einen Elfmeter. Muss man dann so pfeifen letztendlich, auch wenn man denkt, hey, warum liegt der da nicht abseits oder liegt doch abseits, warum pfeift der Elfmeter, aber vor 4-5 Jahren habe ich auch schon mal so einen Elfmeter bekommen. Also von daher wusste ich, das sind die Regeln, ne? Was das Foul ist, dann härter zu bestrafen, wie die Abseitssituation. Und dann dachte ich so, in der Phase war so ein bisschen, vielleicht steht noch was, vielleicht machen wir noch was 3-2, aber wir haben durch eine Eckballsituation dann auch gleich das 4:1 bekommen. Und dann war natürlich vollkommen die Luft raus. Normalerweise tue ich auch gerne statistische Werte zu gerade ziehen, sage ich mal kurz nach dem Spiel, auch um da bei der Pressekonferenz was zu sagen. Aber ich glaube, heute braucht man kein Statistiker sein, um zu sehen, dass Eintracht Trier uns in allen Belangen überlegen war. Und daher ist es hart für mich, das zu sagen, aber geht auch der Sieg in Höhe in Ordnung, so wie er war. Es waren noch ein paar Torchancen mehr. Und insofern ist es für uns jetzt nach diesen 3 harten Spielen, man darf nicht vergessen, die Jungs muss man natürlich jetzt auch aufrichten, aber wir haben am Mittwoch ein Derby gehabt zu Hause gegen die Bormatia, vorher gegen den FCK gespielt, alle beide sagen, sie spielen oben mit um den Aufstieg. Insofern waren es 3 Spiele für uns, wo an unser Leistungslimit absolut gestoßen sind, ja, aber wir müssen sowieso immer ans Leistungslimit gehen. Aber 2 Punkte haben wir mitgenommen, so wie die gelaufen sind. Die Spiele sehr bitter für uns, hätten 4 oder 6 sein müssen können. Letztendlich heute ist für uns nicht so entscheidend. Da wird nicht der Nichtabstieg für uns entschieden. Man muss neidlos anerkennen, dass Eintracht hier mit Abstand meiner persönlichen Meinung nach, auch wenn ich jetzt den beiden Kollegen keinen Gefallen tue, die beste Mannschaft in der Liga ist. Ja. Vielen Dank für die Spielanalyse und Sie haben recht, es ist ja, man muss es in Relation betrachten. Sie haben jetzt gegen 3 Mannschaften gespielt, die natürlich das Ziel haben, relativ weit oben am Ende der Saison zu stehen. Und Sie haben in beiden Spielen vorher in der Nachspielzeit erst den Gegentreffer erhalten. Also das sind natürlich auch alles Sachen, die man in diese Gesamtbetrachtung dann mit einbeziehen muss. Thomas Klasen, wie sieht deine Gesamtbetrachtung aus jetzt nach dem Spiel heute und nach der ersten englischen Woche, die ja doch sehr zahlreich sein wird bis Weihnachten? Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Erstmal vielen Dank an den Kollegen für das äußerst faire Statement und auf jeden Fall auch schon sehr, sehr viel Richtiges gesagt. Ich habe den Gegner auch in der Analyse vorher genauso dran gemessen, dass sie eben 2 Top-Teams bis zur 90. Minute einfach geführt haben und
nicht nur 2 Punkte am Konto hinkommen, sondern zum Topspiel mit 6 Punkten. Ich sage, das muss unser Anspruch sein und der Maßstab, wie wir Veddersheim begegnen wollen. Ich habe ihnen aber auch gesagt, es würde uns mal helfen, jetzt aus der Reflexion von den 2 Spielen Ludwigshafen und Bitburg, wenn wir selber mal ein früheres Tor machen würden. Man hat gemerkt in Ludwigshafen, dieser Brustlöser, dieses 1-0 von Daniel Hammel, was uns das gut getan hat, auch dann in Bitburg nach diesem kurzen Rückschlag, das 0-1, das war heute einfach in der englischen Woche, hilft dir das natürlich gegen Gegner, der eine weitere Auswärtsfahrt hat, der auch 2 Spiele in den Knochen hat, wenn du dann so früh mit 1 und 2-0 in Führung gehst. Trotzdem hat der Gegner es dann weiter mutig gemacht, vor allem im Aufbau. Und das hat mir halt als Fußballtrainer, der Offensivfußball und gepflegte Spielkultur liebt, der mag das dann auch so gefordert zu werden. Wir sind auch da 1-2 Mal ins Leere gelaufen, das gehört auch dazu. So kann ich jetzt mit der Mannschaft auch wieder arbeiten und gewisse Dinge sagen, okay, das und das. Wenn der Gegner irgendwann auf Sachen von uns reagiert, die bis dato vielleicht sehr gut geklappt haben in den ersten 2 Spielen, der Gegner hat sich was überlegt und das finde ich dann spannend. Dass die Jungs haben, kriegen jetzt 2 Tage frei nach dieser tollen englischen Woche. So kann ich mir Montag ins Video anschauen und wieder sagen, okay, das und das müssen wir noch verbessern. Und einfach das Verhalten gegen den Ball, dass wir da noch mehr Automatismen hinbekommen, einfach wenn der Gegner auf Sachen von uns reagiert. Und dann schaue ich abends am Oberwert vorbei.